Art on Ice füllt seit 16 Jahren das Zürcher Hallenstadion. Auf dem Eis tanzen die besten Eiskunstläufer der Welt zu der Musik von hochkarätigen Künstlern. Das Publikum schmilzt dahin ab dieser Symbiose von Musik und Bewegung. Und damals bringt vor allem eine das Eis und die Herzen zum Schmelzen. Im Rampenlicht steht dieses Jahr ganz klar Publikumsliebling Sarah Mayer. Die Show ist zugleich ihr Abschied von der Eisbühne. Den Gästen ist der Sieg der 26-jährigen Bülacherin noch in lebendiger Erinnerung. Es war nicht nur spannend, sondern es war natürlich auch rührend, auch für jemanden, der das jetzt nicht direkt verfolgt. Ich muss wirklich sagen, ich habe echt ein Tränchen vergossen. Es war so schön, ich habe mich so gefreut, wie sie meinen, wer kann dann so einen Abgang machen. Es ist, wenn ein Schauspieler sagt, das war mein letzter Film und für dich kommt er den Oscar rüber. Also, noch schöner geht es nicht und ich glaube, sie hat das wirklich fest verdient. Ich habe noch selten so Emotionen erlebt im Sport. Die hat es fertig gebracht, innerhalb von 2 Minuten die Halle zu elektrisieren. Und ich glaube, wenn man das erlebt hat, war es etwas, eine Sternstund im Sport. Auch heute Abend verzaubert die Eisprinzessin das Publikum und wirkt nach ihrem Rücktritt vom Profisport glücklicher und gelöster denn je. Wenn dann die WM ist und ich bin nicht dabei, dann werde ich vielleicht schon ein bisschen traurig, aber im Moment ist es so Schlag auf Schlag gegangen. Ich habe überhaupt keine Zeit, um überhaupt wehmütig zu sein. Also ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Heute genießt sie die fulminante Show. Der musikalische Star des Abends ist die amerikanische Disco-Queen Donna Summer. Ihre Stimme animiert die Eiskunststars zu Höchstleistungen. Leisere Töne schlägt Catherine Jenkins an. Die walisische Sängerin ist überwältigt von Sarah Mayer. Ich habe Sarah noch nie getroffen, aber sie ist eine unglaubliche Tänzerin und sie ist so hübsch. Es war für mich schwierig, mich auf meine Performance zu konzentrieren. Am liebsten hätte ich ihr einfach nur zugeschaut. Emotional bewegt zeigt sich auch Stefan Lombiel. Der zweifache Weltmeister freut sich über Sarah Mayers Erfolg. Ich finde, Sarah, sie hat so verdient, diese Europameisterin-Titel. Und jetzt ist sie einfach frei auf dem Eis und sie kann einfach genießen. Ja, ich habe einfach das Vertrauen gehabt in meine Sachen und habe mich gut gefühlt für mich. Das Publikum ist wieder so hinter mir gestanden. Das war auch nochmal so ein Tüpfchen auf dem Hei. Und Stefan Lombiel setzt noch eins drauf und greift Sarah zu ihrem zum Mikrofon. Wir dürfen schon feiern, weil Europameisterin ist sie nicht jeden Tag. Also es ist speziell. Da hat einer eine rechte Show angelegt.